Ist wirklich, wenn ich welche bei habe, fragt mich keiner, wenn ich sie nicht bei habe, werde ich gefragt. Also sie bekam dann Engagements, zum Beispiel am Mehringhof-Theater, bei der Berliner Kabarettanstalt, also an einem Kabaretttheater, BKA. Am Schmidt-Theater, richtig, heißt eigentlich Bundeskriminalamt, aber hier heißt es eben anders. Das ist der Gag gewesen, ja. Herr Gysi. Weil keiner verstanden hat. Berliner Kabarettanstalt, BKA, ja. Weil wenn Sie das abkürzen, dann hört sich das so an wie Bundeskriminalamt. Ja. Am Schmidt-Theater in Hamburg waren Sie und beim Comedy-Festival in Köln. Ja. Wie kam es zum ersten Engagement? Das erste Engagement war, glaube ich, auch in Hannover, um meine Schulden abzubezahlen. Weil ich hatte natürlich nicht diese 10.000 Mark. Danke, dass wir wieder auf die Clownsschule kommen. und habe dann ein Engagement angenommen, das war zum Jahrtausendwechsel. Ich werde das nie vergessen. Das war 99 auf 2000. Also klar, mehr habe ich ja noch nicht miterlebt. Und hab da dann einen Monat gespielt im GOP Hannover. GOP ist so eine, das ist so eine Varieté-Kette quasi, gibt es momentan jetzt in ganz Deutschland. Und ja, sehr betuchte Leute, viel Pelzträger, viel Shishi und Champagner. Und dann kam halt Kurt. Ne? Dann bin ich auf die Bühne getreten, ich hatte damals zwei Nummern, das ist die Eintagsfliege gewesen und das Haarwuchsmittel. Und das haben die Leute nicht verstanden, die Nummern, und die wollten das auch nicht verstehen. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, wir müssen dich hier rauskriegen, du musst gehen, du kannst nicht mitmachen. Und dann habe ich das erste Mal gesagt, ich habe einen Vertrag, das geht nicht. Und das war ja wirklich so, ich hatte einen Vertrag und habe bis zum Ende durchgespielt und es war wirklich die Hölle. Es gab viel Geld, das hat mir gut gefallen, aber wir sind alle durch die Hölle gegangen. Hatten Sie an den anderen Theatern...